Hallo meine lieben Freunde des geliebten Gaming, willkommen hier zurück beim LS220 im Projekt Hofbergmann mit dem lieben Florian, einen wunderschönen. Ebenfalls. So, ich bin dabei weiter am Shaming von... Ich auch. Was wird das? Du lässt es doch machen. Gib's zu. Nein. Okay. Dann glaube ich das mal. Was ist denn diese Dingens, So kommen hier sind normalerweise. Die stoppeln davon. Wir müssen halt gucken, dass wenn wir den Meister und so weiter dann klatschen, dann müssen wir halt ein Ding. Jawohl, wir fahren 100 Liter Gärtner. Was? Ja. Achso, vom Gattel, oder? Ja. Haben wir schon Erdbeerhopflams, oder beziehungsweise du? Ja, weil ich kann dir sagen, was ich alles hab. Salat, Tomaten, Erdbeer, Blumenkohl, Zwiebel, der Blumenkohl und Gurken. Ah, Weintrauben. Gelegt. Und Äpfel. Das ist cool. Ja, die sind ja schon da, die Bam. Ja. Könnte die Getreidemühle. Getreidemühle? Ja. Welche? Wenn sie am Hof ist, löst wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, du meinst irgendwas anderes. Die Getreidemühle. Hier auf der Map. Ja, wahrscheinlich. Ist das sollte uns kommen? Weil das dann ja. Ah. Weil das ja eine Produktionsstätte drin ist. Ja, ich denke, die will man erst kaufen, genauso wie BGA und sowas. Schätze ich mal. Beziehungsweise ich hab's zwar noch nicht nachgeschaut, aber... Die Landmolkerei gehört auch uns. Besitztümer, von denen ich gar nichts wusste. Süß. Landmolkerei, meine Farm. Lohnabfüller, meine Farm. Getreidemühle, Mehl, meine Farm. Getreidemühle, Schoß, meine Farm. Ah! Nice. Hört sich gut an. Das ist nicht was jetzt BGA? Nee, nee. Was meinst du? Ich fahr mal mit dem Audi. Oh ja, das ist gut. Ich wollte gerade sagen, was ich mit dem Mahindra, aber der ist bepackt mit Wasser. Saatgut oder. Genau, Wasser. Heute geht's schon nicht. Das ist BGA. Ja, aber der geht irgendwo runter. Das ist irgendein kleines Feld oder so. Ach so. Bülleckwurm. Oder BGA wahrscheinlich, oder? Das gehört aber zum BGA. Achso, da hinten. Im Wald, den versteckt. Hm.
Was soll da eine Güllegrube einfach so randomly sein? Ja, das ist eine Güllegrube, steig jetzt auch rein. Ah, ja, ja, warte. Also ich glaub's schon, dass deine ist, aber... Ja, dann schon ist es gleich fertig. Ja. Komm mal her, dann zieh schon, dass er gut ist. Ach so, eine Gurde. Au, oh, das ist die Gurde, Eure. Die gab's im 17 und so weiter auch schon. Oh. Sogar die Originale noch. Den gleichen Füllstufen, ja, ein bisschen umgerüstete Füllstufen, aber der Rest ist noch gleich. Der wurde im 17, der wurde im 17er drin badet. Das waren nur Zeiten. Von WG? Also die, von dem auch, ja. Oder von dem auch, ja. Mit dem Tor ist eine große Lücke. Aber gut. Hat er die Stimme an, ne? Ja, ist gut. Schon mal ein Taler wird schon gewesen, Schatzi. 22,8. Irgendwann ist mehr, das kommt nicht sogar. Aber momentan haben wir noch keinen Verwendungszweck für. Wir müssen erstmal schauen, ob wir Geld wieder reinkriegen. Dann können wir eins ausgeben. Immer aufgeben würde aufgeben. Hm? Immer aufgeben würde aufgeben. Ja, aber unnötig 22.000 rauszuhauen, weiß ich nicht. Ob das so vorteilhaft ist, ich weiß es nicht. War natürlich ein Vorteil. Mit denen, von dem wir es kaufen, ja, für uns im späteren Verlauf, ja, stand jetzt nein. Sagen wir hat. Ah. Naja. Das ist ein guter Grund. Die Bremsen von Kabel sind nicht gut. Hm? Die Bremsen von der Post sind nicht die besten. Ja, nee. Also ich bin gerade mit 170 durch eine Kreuzung durchgerutscht. Ja, ist gut. Du musst ihn einlenken und Handbremse und dann Abfahrt. Und dann nochmal Gas, oder? Hm, klar. Du musst den Weltrekord für den schnellsten Drift brechen. Weiß gar nicht, was war der? 200 oder irgendwas? Keine Ahnung. Ich glaube 223 km/h oder irgendwie so. Glaube ich noch zu wissen. Irgendwas im 200 km/h Bereich. Controller sagen nein. Oh, jetzt brauchen wir einen neuen GPS-Kurs. Das sieht ganz gut aus.
Aber ich habe ein Problem. Super kalt. Oder schlimmer. Was? Hast du dich verkalt oder schlimmer? Schlimmer. Schlimmer? Tangel. Oder flogst du auf dem Dach? Runter. Oh. Ja, warten Sie. Das Problem können wir theoretisch schnell lösen. Müsste gelöst sein. Glaube ich zumindest. Nee. Hier ist eine unsichtbare Wand. Die kommt hier nicht raus. So. Ja, deswegen habe ich dir Ding angemacht. Ja, also ich komme trotzdem nicht raus. Weil das Teil fest verbaut ist. Ja, sieh mal rein. Ich kann ja nirgends einsteigen. Du warst gerade richtig im Tunnel. Ach so, ich dachte, du steckst mit dem Auto irgendwo. Nö. Komplett dreckig still, wenn man noch leckt. Ich steck hier bei diesem Hoffahrteil-Dingens. Ach so, ja, dann tap halt einfach weg. Ach so. Also, weiß ich ja jetzt nicht. Aber. Ja. Wohl nicht so gut gelaufen, würde ich mal sagen. Ich bin halt nicht. Also. Ja. Ist das voll überhaupt? War dreiviertel zwei. Heute früh um 4:30 ins Bett und um 8 Uhr wieder raus. Und du? Ich hab gar nicht geschlafen. Ah, schön. Warst du beim Sportfest oder was schon? Jo. Ah. Die haben mich beziehungsweise auch die ganze Nacht beschallt. Das ist schön. Ich finde das schöner, wenn die Tore hier offen sind. Was für Tore? Oder wo? Und den Dachboden. Lol, wir haben eine Birkma. Wir haben eine Birkma, einen Autoanhänger. Ja. Standardausstattung für Hof Bergmann. Aber da hat auch nur der Nissan, glaube ich, dazugehört oder was, aber den habe ich weggehaut. Hab ich gar nicht gewusst. Aber du kannst mal, bist du schon dabei beim Ding. Ah ne, wir machen ja, stimmt, deswegen haben wir jetzt. Ja, wir müssen vorspulen werden. Ja, ne, ich hab gerade mal wegen Weizen oder Ding, aber da haben wir ja für das Schild behauptet. Ja. Ja, deswegen. Klar, meist kommen wir ja schon im Frühjahr an. Nein. Erstens nein, weil es zum Spielabschluss führt und zweitens, Alter, ich bin nur noch fertig, Mario. Spielabschluss? Ach, warte. Ist da, ich glaube, da gibt's auch schon Bugfix. Wenn man die bloß an den Ding. Oh geil, wir haben zwei grüne Biotonnen. Zwei Biotonnen. Ja, eine für dich, eine für mich. Das ist super. Die größere bekomme ich. Die werden safe gleich groß sein, aber egal. Die sind gleich groß. Du musst beide zusammen spaxen, ist so groß. Sechs Minuten, ja, leicht. Wir werden glaube ich in der heutigen Folge noch fertig hier und dann können wir schon vorspulen. Beziehungsweise ich kann jetzt schon mal die Zeit hochhauen. Ja, es passt. Ja, aber nicht ganz so hoch vielleicht.
Muss passen. Sollen wir auf unsere Flächen nichts. Ah ja, doch, dann irgendwann spritzen mit Unkraut, ich muss halt schauen. Weil düngt haben wir ja schon. Ansonsten ist alles drauf, oder? Ich krieg die GT her. Haben wir in der Werkstatt am Hof? Ja, direkt. Da musst du bloß gegenüber ranfahren, da ist eine drin. Also das Symbol halt. Also links von neben GT. Ah, da. Spritze steht am Hof, da müsste glaube ich auch noch was drin sein. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob was drin ist oder ob ich es rausgemacht habe. Irgendwas war es auf jeden Fall, wo es nicht rausgegangen ist, der Inhalt. Oh, jetzt wird es aber dunkel, Alter. Nachtschicht, ne? Oh, Hühner sind fui. Haben wir da oben noch eine Bahn? Eine Teilbahn. Ja, da muss auch noch bloß stehen. Ah ja, von Raft gibt es inzwischen ein neues Update, ne? Schon mitgekriegt. Ah, der Junge ist gemutet. Ich hol die Eier gerade raus und ja, ich hab's mitbekommen. Das Frage, was ich mir stellen habe jetzt schon. Will ich? Wenn die genügend zum Fressen haben und irgendwas produzieren können, ja. Zwar wahrscheinlich im sehr niedrigen Bereich, aber möglich. Ich denke schon. Wobei wir es eigentlich erst nächst früh ab. Oder haben wir eine automatische Melkstation? Ich weiß es nicht. Eine automatische Melkstation. Nein, ich habe Eier umgekippt. Geleg. Geh rausfliegen, weil ich dann oben auf dem Weg habe. Ja, mei. Warum hat der GT hinten eigentlich einen Lichtkegel? Aber nicht mal Licht der hinten dran. Er hat doch Licht, der hat doch hinten eine Kabinenarbeitsscheinwerfer, oder nicht? Nein. Eine Maische. Nein, hat er nicht. Sind sie wahrscheinlich GE ausgeblendet. Was dem hat er hinten noch den alten Lichtkegel. Alter Lichtkegel? Das ist all der Licht halt. Also. Hey. Was halt eigentlich gar nicht dazu passt. Beim Ausschauen her. Ist nicht dazu. Vorne ist ein gelbes Licht und hinten ist kalt, weil. Ja, weil er wahrscheinlich damals LED-Scheinwerfer dran hatte. Und die da wegkommen sind. Dann halt noch der Lichtkegel, ja, muss mal weg. Die Farbe in gelblich umschreiben. Vom Lichtkegel. Und Licht dahin klatschen. Und schreiben, ja. Das ist das geringste Problem. Hydraulikanschlüsse für die Spritze. Spritzmittel am Buch.
Ja, wenn. Ist sie komplett leer? Nee, aber vorne der Tank vom GT ist leer. Ja, das bringt ja nichts, wenn du da vorne was reinmachst. Weil? Das ist nicht verbunden. Du viel quatschierst das unnötig umeinander. Außerdem ist das direkt am Hof, das macht keinen Sinn. Außer wenn ich was vom Händler hole, aber dann macht es wahrscheinlich auch mehr Sinn, die Paletten zu holen. Wir haben kein Unkraut. Hm? Wir haben sowieso kein Unkraut. Ja, noch nicht. Ich habe ja gesagt, das Ding, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, sollen, können. Weil jederzeit eins kommt, aber du hast halt Eier wegräumt, da kann ich wieder weiter spulen. So, die Mission können wir abschließen, bevor sie despawnt. Jupp. Dann machen wir uns mal auf meinem Weg hier. Irgendwie produzieren die Hühner übelst viele Eier. Ist doch gut. Können wir Kuchen. Obala. Können wir Kuchen machen. Ja, wie denn, wenn wir nicht mal WLAN haben? Ja, im späteren Verlauf meine ich. Ne, mal WLAN-Satz, oder? Ja, klar. Oh, es ist morgens. Wir kriegen noch kein Mais hin, Junge. Ja, ich weiß. Wir müssen jetzt erstmal alles nachrennen lassen, dann gucken, ob wir irgendwas machen müssen. Wenn nicht, dann wieder weiter vorspulen. Warum komme ich jetzt mit Ei mit hin angenommen? Was ist? So, dann wasche ich jetzt nochmal ein GT. 626 ab, aber wir sind trotzdem auch mit der Folge fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und Kosch auf keinen Cent unten den roten Knopf drauf, der Platte die gefahrene Glocke aktiv in der Uwe im Pass mit ihm. Damit er nichts mehr verpassen darf, was von mir. Dann ist der 626 auch wieder sauber und wir sehen uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Hofbergmann im L22 zusammen mit dem Philipp und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao.